Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz. Es gibt sicherlich Aufgaben, die mehr Spaß machen. Endstand ist allen bekannt. Herr Schleiser, Einstand nach Mars. Glückwunsch erstmal. Ihr Fazit zu den heutigen 90 Minuten? Ja, mein Fazit, ich denke mal, da kann man eigentlich gar nicht viele Fehler machen. Ich denke mal, wenn die Mannschaft, die ich am Dienstag übernommen habe, so Fußball spielt, wie sie heute aufgetreten sind, engagiert, von hinten heraus mit dem dicken Torwart über sich Abwehr, die Chancen vorne sehr gut erarbeitet, die rausgespielt und veredelt, dreimal Panko, einmal Vicari. Was will man da mehr zu sagen? Also besser kann man das nicht haben. Und ich bin stolz auf die Mannschaft, die heute so Fußball spielt hat. Auch für den Trainer und auch für den Verein. Danke, Herr Schleiser, bitte. Herr Bonan, Ihr Fazit zu einem für mich grausamen 90 Minuten. Ja, erstmal Glückwunsch an den Gegner, der hier mit absolut verdient gewonnen hat, hochverdient gewonnen hat. Und fangen wir mal mit den Worten, die mein Kollege gerade gesagt hat, an. Eine Mannschaft, die für Verein, für Trainer, für ja, einfach für ein Ziel spielt. Ich frage mich, was hat unsere Mannschaft für ein Ziel? Was wollen die? Möchten die gerne aufsteigen? Oder wollen die aufsteigen? Wenn man sich sowas angucken muss als Trainer, wo man die ganze Woche schon nach Greifswald mit denen redet, um denen die Situation klar zu machen, muss ich dann sowas bieten lassen, inklusive den Fans, die ich 1000% verstehen kann, wenn sie den Unmut zum Ausdruck bringen und dann vielleicht noch Widerworte bekommen. Da frage ich mich allen Ernstes, was wollen die da hinten, die jetzt gerade in der Kabine sind? Was wollen die wirklich? Sind das wirklich die Richtigen, um für den BFC dieses Ziel zu erreichen, aufzusteigen, was immer schwerer wird von Woche zu Woche? Ich meine, spätestens nach Greifswald hätten auch die Alarmglocken läuten müssen. Also wenn wir als Trainer wirklich den Spielern einreden müssen, motiviert zu sein, um aufzusteigen, also ich glaube, dann ist der Beruf falsch definiert. Also eine Grundmotivation muss man da erwarten können als Trainer. Dass eine Mannschaft, die Besatz bekommt, kompakt zu spielen, auf die Konter des Gegners aufzupassen, mit Leidenschaft zu spielen und davon ist null zu sehen, dann nehme ich mich nicht in der Verantwortung. Weil das haben wir alles angesprochen, mehrfach angesprochen. Ich kann gerne wieder darüber bringen. Das nehme ich nicht auf mich, was da heute abgelaufen ist. Da sage ich ganz offen, da bin ich Egoist als Trainer, da sage ich, das nehme ich nicht auf meine Kappe. Ich weiß, dass es in der Öffentlichkeit so ist, man muss als Trainer dafür immer das Kreuzchen halten, aber ich sage es ja definitiv, das, was da heute abgelaufen ist, das ist nicht auf unserem missgewachsenen Trainerteam. Es waren extra kurz vor dem Spiel nochmal unsere Verantwortlichen des Vereins bei der Mannschaft, haben die Situation nochmal deutlich gemacht, den Glauben an diese Mannschaft zum Ausdruck gebracht. Und wenn man sowas zurückbekommt, dann wird es langsam aber höchste Zeit, dass sich die Spieler, diese Mannschaft, wenn es überhaupt eine ist, so wie sie auftritt, dass diese sich mal hinterfragt, wie sie sich hier verkauft. So deutlich muss man das sagen. Es müssen auch langsam mal alle aufhören, vor allem die da drüben, mal immer damit zu rechnen, der Cottbus wird irgendwann straucheln. Solange man seine eigenen Hausaufgaben nicht gemacht, solange man selber nicht demonstriert, was man will, ist es völlig egal, was die gegnerischen Mannschaften an Punkten holen. Zu träumen davon, irgendwann Punkte aufzuholen, wenn man 3 Spiele mehr hat, wenn man so rumrennt, wird man nie Punkte aufholen. Nie. Und das ist doch mal eindeutig Fakt. Als ich kam, waren wir 8 Punkte hinter, dann haben wir 3-mal in Folge gewonnen, dann kam das Spiel in Luckenwalde, wo 9 Mann sich mit Haut und Haaren für ein Ziel zerrissen haben. Und seit Greifswald bricht ja alles zusammen. Man kann verlieren, überhaupt keine Frage, aber nicht auf diese Art und Weise in so einem Spiel, wo man weiß, um was es geht. Und da muss sich wirklich jeder einzelne Spieler und jeder einzelne die Mannschaft insgesamt sich fragen lassen, ob das normal ist. Ob das nicht einfach eierlos ist, wenn man so über den Platz rennt. Danke. Danke, Herr Brunner. Gibt es noch seitens der Presse Fragen an die Trainer? Gut, dann möchte ich Sie in den Sonntag entlassen. Danke.